Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 13. August 2018? Ich arbeite mit indischen Astrologie. Ich muss dazu sagen, es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Also nicht wundern, dass Sonne, Mond und die Planeten anderes platzieren als in westliche Astrologie das beschreibt. Aber jeder kann das überprüfen, die indischen Berechnung übereinstimmend mit den Astronomie, mit der Berechnung von Astronomen. Also es ist präzise. Nach diesem indischen Berechnung bewegt sich Mond gerade in Tierkreiszeichen Löwe und hat die zunehmende Mondphase begonnen. Neumond ist vorbei und diese zunehmende Mondphase eignet sich im Allgemeinen dafür, etwas starten, was zunehmen, was vermehren soll. Aber wir sollen immer die einzelnen Tage auch nochmal überprüfen, weil doch gibt es Tage, wo spannungsgeladen ist und ist nicht der richtige Augenblick, etwas Neues zu beginnen. Der heutige Tag ist aber gut, die Kraft ist da, die Vitalität ist da, es ist auch alles in Bewegung und es ist gut, etwas Neues starten. Aber es prägt sich heute die Dualität. Es ist nicht nur das Ich und Du, also Thema Liebe, sondern mehrere Möglichkeiten, Entscheidungen zum Treffen, eine gewisse Unsicherheit und natürlich auch Zweifel, weil das erschwert die Entscheidungen. Die Aufgabe ist heute, alles im Punkt zu bringen und klare Entscheidungen treffen, diese Unsicherheit überwinden. Was heute wichtig ist, die beide Seiten, die Münzen anschauen. Dem heutigen Mondhaus heißt die früheren, also Vergangenheit. Und tatsächlich sind es jetzt gerade Thema Vergangenheit, besonders was die Liebepartnerschaft betrifft. Nicht nur die Mondhaus vermittelt das und hier herrscht in diesem Mondhaus Venus, also die Liebesplanet und zeigt das die früheren Jahren oder Vergangenheit oder früheren Monaten, natürlich kann auch möglich sein, Vergangenheit. Es handelt sich um Vergangenheit und Thema ist natürlich bei diesem Venus-Einfluss, die Thema ist Liebe. Dazu noch, das Merkur ist rückläufig. Natürlich diese Rückläufigkeit bremst etwas, aber Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Und dieser rückläufige Merkur und die vorwärts bewegende Venus, die laufen entgegen, das heißt in die Tagen entsteht eine Verbindung zwischen Merkur und Venus und hier handelt es sich um Gespräche, um ein Nachricht oder ein erklärendes Gespräch. Thema ist oft Vergangenheit im Bereich Liebe, Partnerschaft. Auch wenn dieses Gespräch, diese Nachricht nicht heute eintrifft, diese Annäherung ist jetzt schon wirksam. Also damit kann man in die Tagen schon rechnen, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder es sind Gespräche und das handelt sich um eine vergangene Liebe, weil das Thema ist natürlich diesmal die Liebe-Partnerschaft. Wo wir Glück haben, besonders die Löwengeborenen und die Waagegeborenen, das sind die Finanzen und die Immobilien. Gute Investitionen, guter Kaufpreis oder Verkaufpreis oder Mietpreis, also kann man gut verhandeln, wenn das um Wohnsituation handelt, aber noch kein Vertrag unterschreiben, das gilt besonders für die Waagegeborenen. Und wie wirkt das in den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Nach indischen Berechnung hier bewegt sich die rückläufige
Merkur. Hier handelt es sich um Gespräche. Natürlich kann das auch bedeuten, dass das etwas gebremst ist und geht nichts voran. Aber oft bedeutet diese Rückläufigkeit Vergangenheit. Nähert sich zu einer Verbindung zu Venus. Die Thema ist Liebe. Und das erleben die Krebsgeborenen und das erleben auch die Jungfraugeborenen. Die Krebsgeborenen ist wichtig, gerade wahrgenommen zu werden, und tatsächlich werden die Krebsgeborenen wahrgenommen. Die Krebsgeborenen suchen die Wahrheit oder sie möchten etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben ein gutes Gefühl. Eine wichtige Nachricht nähert sich und in die Liebe, Partnerschaft kommt alles in Ordnung. Nicht nur die Liebe bringen die Löwengeborenen gerade in Ordnung, sondern auch die Finanzen. Und dazu gehört nicht nur das Geld, sondern auch die Werte, wie Wertschätzung, die Werte zu erkennen oder etwas vergleichen, aber auch das eigene Selbstwertgefühl, weil energetisch hängt es Hand in Hand zusammen. Also wichtiges Thema ist bei den Löwengeborenen noch die Wertschätzung, das auch Verlangen und auch die Finanzen in Ordnung zu bringen. Und die Löwengeborenen haben gerade Glück, Gewinnchancen, besonders wenn es um die Immobilien handelt. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen können mit einer Nachricht rechnen, handelt sich um die Vergangenheit und Thema ist Liebe. Vielleicht nicht heute, aber es nähert sich. Es bewegt sich etwas in vertrauten Umgebung. Kommt ein Besuch oder eine Einladung, es sind Kontakte da, kleinere Reisen, kleinere Veränderungen sind auch möglich. Die Tierkreiszeichen Waagegeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, einen sicheren Boden unter den Füßen und die Waagegeborenen haben auch Glück in Finanzen und auch mit Immobilien, aber bitte noch keinen Vertrag unterschreiben, weil das führt zum Verlust. Veränderungen in Wohnsituation sind möglich, entweder verschönern etwas zu Hause oder ein Umzug. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie haben tolle Ideen und sie können ihre Ideen im Tat umsetzen, weil sie haben die Kraft, sie haben die Mut, sie haben tolle Gespräche, es sind auch klärende Gespräche möglich und die Skorpiongeborenen haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Kinder spielen zurzeit auch eine große Rolle. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben die Möglichkeit, beruflich etwas verändern, verbessern, da sind die Chancen da. Aber auch Gesundheit und eine Heilung ist auch wichtig. Das ist gerade ein Heilprozess, eine Verbesserung. Nicht nur in Gesundheit, sondern auch in bestimmten Situationen, was kränkt. Seit längeren Zeit das kränkt, das bringen die Schützengeborenen zurzeit auch in Ordnung. Und sie haben heute ein gutes Gefühl, dass alles vorangeht. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft und sie haben auch Glück in die Liebe. Was wichtig ist bei den Steinbockgeborenen, das sind die Kontakte und die Gespräche. Es handelt sich bei vielen Steinbockgeborenen Kontakte von Vergangenheit. Nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, sondern entgegenkommen, dieser Kontakt wieder aufbauen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben Kraft und Mut, etwas Neues zu starten, ihre Ideen im Tat umsetzen. In die Liebe, Partnerschaft fühlen sich die Wassermanngeborenen unsicher, die Gespräche
führen auch oft zu Missverständnissen, aber wo sie Glück haben, das sind die Finanzen und die Ämter. All das zum Klären, in Ordnung zu bringen und das Abschließen. Ob das jetzt Ämter sind wie eine rechtliche Lage oder Finanzamt oder Banken, Versicherungen, all das können die Wassermanngeborenen gerade in Ordnung bringen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen spiegelt etwas, das Leben, und das ist die Liebe. Und nicht nur warten, bis der andere sich meldet, sondern entgegenkommen, Interesse zeigen, Gefühle zeigen, und so kommt das Liebensleben in Bewegung, so kommt es alles in Harmonie. Eine Reise oder Auslandskontakte spielt gerade auch eine Rolle bei den Fischengeborenen. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein, das ist dann der spirituelle Weg. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben Erfolg in beruflichen Situationen, aber sie sollen darauf achten, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann fühlen sie sich kraftlos. Und die Wiedergeborenen sollen die Gespräche meiden, weil das führt zu Missverständnissen, und bitte keinen Vertrag unterschreiben zurzeit, weil das führt zum Verlust. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen können mit Überraschung rechnen, unerwartete Ereignisse. Sie haben Glück in die Liebepartnerschaft und eine gute Nachricht nähert sich auch. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen einen gewissen Rückzug und Ruhe, weil im Ruhe liegt die Kraft, und sie sollen überlegen, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann führt das zu Erschöpfung und Müdigkeit. Bitte darauf achten, dass es nicht nur die Aktivität, die Bewegung ist wichtig, sondern auch die Ruhe. In Ruhe liegt die Kraft. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Aber ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mails-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, stellen Ihre Frage und Sie bekommen noch im selben Tag, spätestens im nächsten Tag, haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.